Dieses kleine Tigermädchen ist Mary Ann. Mary Ann ist 3 Jahre alt und gehört hier zu den wenigen ängstlichen Hunden. Sie ist zusammen in einer Gruppe mit 2 weiteren Galgas und dem Domino, dem Sonnenschein. Und die 3 Galgas sind alle 3 so ähnlich wie Mary Ann. Die fürchten sich vor fremden Menschen. Die 3, wenn man reinkommt als fremder Mensch, die werfen sich quasi übereinander und suchen beieinander Schutz. Und genau das ist auch das, was Mary Ann in ihrem neuen Zuhause braucht. Einen vorhandenen Ersthund, der möglichst aufgeschlossen dem Leben gegenübersteht, freundlich unterwegs ist, souverän ist. Am liebsten sogar ein Windhund, der sie an die Pfote nehmen kann und ihr helfen kann, sich im neuen Leben zurechtzufinden und ihre Ängste Schritt für Schritt abzubauen. Denn das wird für sie ein großer Gewinn sein. Das wird ihr sehr helfen. Und dazu Menschen, die tendenziell eher ländlich wohnen, am liebsten Haus mit Garten, mit sicher eingezäunt, hoch eingezäunten Garten, dass die Mary Ann vielleicht am Anfang nicht mal groß spazieren gehen muss, sondern die ersten Tage auch einfach sich nur im Garten lösen darf, um überhaupt ihr neues Zuhause erstmal kennenzulernen und dann von dort aus Schritt für Schritt die Welt zu erobern. Das wäre für Mary Ann perfekt. Ich bin mir sehr sicher, dass Mary Ann nach entsprechender Zeit ihre Ängste ablegen kann, wenn sie ein Zuhause findet, das sie genau auf diesem Weg unterstützt. Wenn du dich für Mary Ann interessierst, melde dich so, so gern. Bei ihr ist tatsächlich so ein Doppelpack-Thema, warum wir uns so dringend ein Zuhause für sie wünschen. Zum einen ihre Angst, weil Hunde wie Mary Ann hier im Tierheim keine großen Fortschritte machen können. Und zum anderen ist Mary Ann Leishmaniose positiv, ohne Symptome. Für Hunde mit Leishmaniose ist es wichtig, dass sie in einem ruhigen Umfeld leben. Und das bietet das Tierheim natürlich auch nicht. Deswegen wäre es wirklich ein großer, großer Herzenswunsch, wenn sich die Menschen finden, die Mary Ann ein Zuhause schenken und die mit ihr gemeinsam diese Welt erobern. Was man ganz schön sehen kann, finde ich, ist, also sie lässt sich im Gegensatz zu den anderen beiden Mädels auch streicheln und sie hört auch ein bisschen auf zu bibbern und kann sich ein bisschen mehr hier mit der Situation anfreunden in dem Moment, wo sie gestreichelt wird. Wenn du Mary Anns neue Familie sein möchtest, melde dich so gern. Wir freuen uns auf deine Anfrage.